Ja, hallihallo, ihr Lieben, und einen schönen Donnerstag wünsche ich euch. Die Ereignisse überschlagen sich in diesem Land. Und mittlerweile ist die Katze aus dem Sack. Lothar Wieler äußert sich auf einer Bundespressekonferenz. Zu sehen war das Ganze bei Weltlife dabei zum Impfstatus dieses Landes. Und sagt eben in dieser Bundespressekonferenz: Es ist völlig klar, dass wir dauerhaft alle Menschen dieses Landes immer wieder boostern müssen, um den Gesundheitsschutz garantieren zu können. Die andere Alternative wäre, dass man sich auf natürliche Art und Weise ansteckt, aber das möchte sicherlich keiner, so der Originalton von Lothar Wieler. Im Gegensatz zu Herrn Spahn, Herrn Lauterbach oder eben auch diesem Herrn Wieler, die wochenlang geäußert haben, wir befinden uns in einer Welle der Ungeimpften, kommt nun Gegenwind. Gegenwind, auch aus der Wissenschaft. So ist es mittlerweile. Herr Kekulé, einer der angesagtesten Top-Virologen dieses Landes, der im letzten Jahr noch als Berater der Bundesregierung tätig war zum Teil, der warnt vor einer Welle der Geimpften. Warum? Weil eben durch Medien und auch Politiker eine trügerische Sicherheit vermittelt wurde, die es aktuell seiner Aussage nach nicht gibt. Neueste Studien aus England beispielsweise hätten gezeigt, seiner Aussage nach, dass wir in Bezug auf die Delta-Variante noch einen Impfschutz von ca. 50-70% haben. Menschen, die mit AstraZeneca zweifach geimpft wurden, sind tatsächlich noch ärmer dran. Was ist zu tun? Geimpfte sollten sich der Aussage von Herrn Kekulé nach in Zukunft wieder testen lassen, zum Wohle der Allgemeinheit und zum Gesundheitsschutz, um und auch dafür zu sorgen, dass Krankenhauspersonal nicht überlastet wird, denn es ist auch immer mehr zu beobachten, dass es zu Impfdurchbrüchen kommt. Auch geimpfte Menschen wieder in Krankenhäuser eingeliefert werden, mit zum Teil schweren Verläufen, sicherlich momentan noch in der gehobenen Altersklasse, die ja nun mit Boosterimpfungen beworben wird. In Österreich beispielsweise bin ich gestern Abend über eine Pressekonferenz gestolpert, in der Herr Mückstein, der Gesundheitsminister, sich zu Wort gemeldet hat. Es geht auch dort um die Boosterimpfung. Und Herr Mückstein fordert eben sein Volk dazu auf Antikörpertests vor diesen Boosterimpfungen zu verzichten. Denn diese sind nutzlos, nicht aussagekräftig. Es gibt keinen genau definierten Wert, der einem einen Schutz vor einer Infektion oder vor einer Erkrankung vermitteln kann in Bezug auf die Antikörper. Und auch die Ärzte Österreichs werden mit ins Boot geholt. So erzählt Herr Mückstein dort, dass in Zukunft Ärzte, die sich darüber hinwegsetzen und ihre Patienten trotzdem an Corona erkranken, straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Hört, hört.